Ja, dann sag ich mal Moin Moin und herzlich willkommen zu FIFA Let's Play FIFA 15, so sieht's aus. Heute spielen wir wieder weiter und zwar Ultimate Team, nein, ja echt jetzt? Ja, kurz machen wir nämlich Ultimate Team weiter. Ich war völlig überrascht, ehrlich gesagt. Wieso, weshalb, warum? Ja, 1000 Abonnenten Special, eben gerade gemacht. Ich bin immer noch so ein bisschen so, wow, wow. Weil, wer sich das angeschaut hat, du, ne? Vierter nur, vierter. Arg. Es gibt hier wieder ein Special, so ein geniales Special, so ein Pack-Ding. Ich habe keine Ahnung warum, aber anscheinend kriegen wir da aktuell so viele Sachen kostenlos. Dementsprechend greifen wir einfach mal zu. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es, also letztes Mal hieß es, dass es das Community-Ding ist. So, das sind unsere Spieler. Ja, was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Was um Himmels Willen ist das denn hier? Also zwei geniale Spieler haben wir gekriegt. Geschenkt. Ist doch genial. Sehr schön. So, haben wir denn irgendwas anderes noch? Nö. Aber zwei geniale Bayern-Spieler haben wir neu dazu gekriegt. Also Respekt. Respekt, Respekt, Respekt. So, unsere beiden Spieler sind hier wieder nicht drauf. Genau, da wurde mir auch nochmal gesagt, immer mal wieder gucken zwischendurch bei Turnieren, welche Turniere aktuell anstehen. Da sehen wir eins. Und zwar steht dort an Green, White, Red. Das ist das italienische Turnier. Okay, das spielt auf Weltklasse. Mhm. Dann haben wir hier Staying Alive. Okay. Was haben wir hier noch? Die Whitecaps und Soldiers. Dafür kriegen wir ein Trikot. Und ein seltenes Spielerset. Okay, also. Mal gucken, Aston Villa, Nantes, Hannover 96 und ich weiß es nicht. Und ich weiß es nicht. Okay. Theoretisch können wir jetzt dementsprechend ja auch drauf reagieren. Theoretisch können wir jetzt darauf reagieren. Hat man mir gesagt, nämlich, mir hat man vorher gesagt, reagier mal bitte drauf, damit du dann hier ein paar Coins machst. Aber im Endeffekt ist das so, dass es in 12 Stunden losgeht. Falls ihr merkt, so von wegen, hä, 12 Stunden, 13 Stunden, was willst du? Ja, ja, es ist morgens. Ihr könnt gleich wieder merken, so von wegen, morgens. Hm. Wenn ihr das spielt, solltet... Verschluckt. wenn ihr das spielen solltet... Werdet ihr schon irgendwie merken. Ah. Naja. So. Aber andersrum könnte man jetzt für diese ganzen Turniere einkaufen. Ich glaube, das machen wir sogar gleich. Obwohl, nee, geht ja. ne? Obwohl doch. Staying Alive, das könnte man machen. Ach, nee. Kennt ihr noch? Kennt ihr noch? Kennt ihr noch? Teamabbruch und sonst was. Alter Falter, das ist doch... Ich möchte mich grundlos verarschen oder so. Oh, Mann. Aber warte mal, das Spiel möchte mich hier wirklich grundlos verarschen. Wisst ihr auch warum? Das seht ihr an der Aufstellung. Cristiano Ronaldo ist dabei, der ist verletzt. Lavezzi ist dabei, der ist verletzt. Aber warum ist Cristiano Ronaldo wieder dabei? Achso, die zwei Wochen sind rum. Die zwei Wochen sind rum. Ja, ja. Nur Lavezzi ist verletzt. Aber warum stellt das Spiel das denn um? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Die stellen das einfach um. Figoli wieder dabei. Natürlich Figoli wieder dabei. So, Figoli anstatt La Soga. So.
Oscar raus, haben wir ja schon öfter gesagt, dass Oscar jetzt uns da nicht viel bringt. Aber warum hat er das denn jetzt schon wieder umgestellt? Tevez und Benzema vorne. Haben wir Tevez und Benzema vorne gehabt? Ich glaube ja, aber da ist es unser Team relativ abgekackt. Aber warum stellt er das alles wieder so? Wie gesagt, ich habe nichts umgestellt. Wirklich nicht. Ich habe nichts umgestellt oder sonst was. Weil, warum? Ist einfach so. Warum? So, Tevez und Diego Costa vorne im Sturm. Ronaldo ist anscheinend wieder fit. Sehr schön. Hazard wieder dabei. Und dann können wir echt loslegen. Ich bin echt verwirrt. Das ist echt sehr verwirrend alles. Sehr, sehr verwirrend. Gut. Wir spielen jetzt gegen das niederländische Team. Aus den Niederlanden, Ajax Amsterdam, haben wir keinen einzigen Spieler, also von daher ist das schon okay. Oh, dann Spieler, dann wieder Frage des Tages, und zwar Heimtrikot, Auswärtstrikot und Alternativtrikot. Ich persönlich finde das Alternativtrikot genial, so wie das Auswärtstrikot. Das Heimtrikot ist natürlich so ein Klassiker, ne, wenn du in Rot spielst, völlig in Ordnung. Aber das Auswärtstrikot ist schon eine Marke, so wie auch das Alternativtrikot. Klar, man könnte das Alternativtrikot als Heimtrikot nehmen, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Na, ihr schreibt es in die Kommentare, was ihr davon halten. Und da oben, nee, das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal und dementsprechend starten wir das Turnier nochmal neu. Ich wusste, damit ist doch irgendwas faul. Wir starten das Turnier nochmal neu, weil das hatten wir schon mal. Und dann hatten wir dieses extrem verbuggte Ding und das habe ich echt keine Lust. Aber was momentan auch los ist hier, ne? Also hier auf diesem Kanal, das ist unfassbar. Das ist zwischendurch, wenn ich mal jetzt den letzten geguckt habe, innerhalb der letzten 30 Tage sind 50 Abonnenten dazu gekommen. Ich glaube, es hakt, Leute. Wie kommt das? Wie kommt das auf einmal, dass so viele Leute sich dafür interessieren hier? Ich find's genial, klar, aber wow. Vielleicht wegen dem All-Star-Turnier. Vielleicht ist es so. Andersrum, ich habe auch geschaut. Jetzt letzt waren ja auch die Europa League-Spiele und die Champions League-Spiele, die Halbfinal-Rückspiele. Und was mit den Aufrufzahlen war, entweder sind sie wirklich alles defekt oder siehste, geht doch. Jetzt haben wir doch unsere Aufstellung wieder. Mann, 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 Mann. Benzema vorne, siehste wohl. Geht doch. So, und jetzt haben wir hier auch die Aufstellung. Gut, jetzt können wir Cristiano Ronaldo wieder nämlich mitnehmen. Benzema ist ja nicht wirklich der Spieler, den wir da gerne stehen haben. Und jetzt steht auch diese Aufstellung da, wie sie nämlich geplant ist. Mann, 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 Mann. Okay, dann können wir jetzt wirklich loslegen. Sorry, aber ihr habt gesehen, das war ein Spielerfehler. Und das kann halt immer mal wieder passieren. Und ich hoffe, dass das nicht passiert so oft. Ich lasse die Niederländer in dem Heimtrikot spielen. So, es ist bewölkt draußen. Wenn man jetzt hier rausguckt, merkt man, dass es bewölkt ist. Hier in Schleswig-Holstein ist es gerade bewölkt, aber es ist jetzt gerade morgens. Es ist gerade die Sonne aufgegangen, falls ihr denkt, hä? Ja. Deswegen auch die 13 Stunden. Deswegen auch die 13 Stunden. So. Also, Cristiano Ronaldo, ja, unser Glatzen-Ronaldo, hatte ich ja schon im letzten Teil erwähnt, dass Ronaldo eigentlich ein verbuggter Spieler war. Und EA das hingekriegt hat, diesen verbuggten Spieler dann doch noch. Aber das. Ja, der kann auch tief und unten, das ist schön. Der kann auch tief und unten. Da sollen wir Cristiano Ronaldo, glaube ich, öfter als Freistoßschützen lassen. Also, wir spielen gegen das niederländische Team. Niederländische Team, ja, wenn man mal ehrlich ist, aus den Niederlanden, Twente, PSV, Feyenoord Rotterdam, Ajax Amsterdam. So, und danach hört es bei vielen auf. Es ist einfach leider so. Also die Niederländer haben jetzt nicht gerade so die Oberpro-Mannschaften, wo man sich so denkt, so, oh yeah, da müssen wir unbedingt hin. Wobei PSV und Ajax Amsterdam ja schon doch das ein oder andere Champions League-Spiel immer mal wieder spielen und auch wirklich gute Spiele haben und auch bei FIFA theoretisch günstige Spiele haben, wie Depay zum Beispiel. Wurde mir auch anfänglich bei der Karriere gesagt: Ach, kauf dir doch Depay, das ist ein guter Spieler. Sicherlich, aber nicht für Ingolstadt.
Nicht im Sinne von, ne? Aber das ist unrealistisch, dass Depay von einem Champions League-Verein zu einem Aufsteiger geht, gegebenenfalls in der zweiten Liga spielt. Es ist extrem unwahrscheinlich. Und genau deswegen, normalerweise ist der richtig genial. Den könnte man sich auch super kaufen. Aber, nee. Apropos genial und super kaufen, Prognose läuft ja hier. Finals wird es auch geben. Alle. Nämlich auch die Spiel, also das Spiel zwischen Wolfsburg und Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale. Dann haben wir das Champions League-Finale zwischen Barcelona und Juventus Turin. Und ja, aufgepasst, für alle, die jetzt völlig sich noch vor Augen irgendwie sich denken, so, oh, ich muss mal immer mal gucken, was der da so macht. Europa League. Ich habe gedacht, oh Mann, das wird lustig. Erst recht, weil das Finale findet statt zwischen Sevilla und Dnipropetrovsk. Ja, die haben gestern, haben sie einfach mal so Neapel aus dem Turnier gekegelt. Ja, und so schnell kann das gehen. Das ist unfassbar, aber wirklich, die haben die rausgekegelt. Neapel ist ausgeschieden im Halbfinale. Weil einfach Spieler wie Higuain nicht getroffen haben. Sie haben es einfach nicht geschafft. Es war gestern eine sehr regnerische Sache in Kiew. Die haben in Kiew gespielt. Und das ist unfassbar gewesen. Natürlich, jetzt wird es umso interessanter für die Leute. Das hatte ich nämlich damals auch 2009. Damals, als Schachtja Donetsk im Finale war, gab es Schachtja Donetsk im Spiel nicht. Und ich hatte ja eine Wii und ja, ich wollte das ja auch so, ne, ja, mitspielen, persönlich, also privat für mich selber. Aber irgendwie war das dann doch nicht so ganz möglich. So. Sachs. Haben wir jetzt einen Wurm drin, oder was? Der Wurm ist drin, der Wurm ist drin, da hatten wir noch nie mehr drin. Ja, und da hatten wir dasselbe Problem. Schachtja Donetsk im Finale und dementsprechend, glaube ich, gegen Werder Bremen war damals das Spiel. Da war das Halbfinale noch zwischen Hamburger SV und Werder Bremen, wo man sich so denkt, so, pff, mittlerweile. Ja, und Schachtja Donetsk gewann, glaube ich, das Spiel sogar gegen Werder. Und ja, Schachtja Donetsk war in diesem Spiel, beim FIFA-Spiel nicht dabei. Glaube ich, seitdem sind sie dabei. Seit dem Finale damals. Und Dnipropetrovsk müsste jetzt auch mal mit dabei sein, weil überlegt mal, also grundsätzlich, es ist interessant. So, zwischendurch ist das, sind die ukrainischen Teams gut dabei, aber überlegt mal, Dnipropetrovsk jetzt nächste Saison in der Champions League. Das als unfairste Mannschaft der Liga, haben sich durchgewurstelt durch alles. Ja, Fehlentscheidung, vielleicht auch durch eine Fehlentscheidung im Halbfinale, im Hinspiel. Hatte ich natürlich nicht bei der Prognose gesagt, weil ich mir gedacht habe, das ist unwichtig. Ne, durch eine Fehlentscheidung, durch ein klares Abseits, ja, ist Neapel ausgeschieden. Könnte man sagen, hätten sie jetzt 0-0 gespielt. Haben sie aber nicht, Neapel hat ja verloren. Klar, dann wäre es in die Verlängerung gegangen. Ja, weil Dnipropetrovsk hat ja gewonnen. Die haben ja 1-0 gewonnen im Regen. So, nee, Manuel Neuer soll nicht raus. Aber was wir hier uns gerade hier zusammenkleistern, ist echt bitter. Aber momentan, es gibt halt Phasen als Spieler, die du, wo du dir denkst, das kann nicht wahr sein, aber die habe ich gerade. Wo dann überhaupt nichts klappt. Oder das schon wie bei Smash Football machen, so Vorlage und Fallrückzieher und yay und... Nee, das ist ein geniales Spiel, absolut. War auch, wenn ihr euch noch schwach daran erinnern könnt, also zumindest an die immer und Veteranen unter euch, das war auch in der Playlist drin, von wegen geplanten Projekte, habe ich aber rausgenommen, weil ich habe das ja selbst nochmal gespielt, habe ich auch angekündigt sogar, selbst nochmal gespielt und gemerkt, so von wegen, kurz vorm Ende, das wird doch ein bisschen schwierig und dementsprechend habe ich es dann wieder rausgeschmissen. Weil so ein vierter Platz ist natürlich bitter.
Vierter Platz ist bitter. Hier sind wir Erster. Cristiano Ronaldo zeigt sich noch nicht mal mehr. Vielleicht schämt er sich von seiner Glatze. Aber egal. Ronaldo trifft 1:0. Und so kann das gerne weitergehen. Und so kann das gerne weitergehen. Ronaldo ja vorne als Ersatz für Lavezzi. Klingt auch bitter, ne? Cristiano Ronaldo, Weltstar und sonst was. Bei mir halt eben nur im Mittelfeld gesetzt. Nicht als Stürmer. Stürmer sind halt Tevez und Lavezzi. Und ich glaube, mit der Fahrt können wir auch gut fahren. Also glaube ich. I think so. So. Freistoß. Freistoß schnell ausgeführt. Nee, also dieses Turnier, klar, ich könnte euch jetzt fragen, so von wegen, können wir das Turnier spielen, so Ultimate Team, klar. Aber ich hatte das ja auch schon jemand anders geschrieben, wir werden leider jetzt hier kein Ultimate Team mehr machen. Wir werden noch uns die Spieler holen und wenn da wirklich richtig Granaten dabei sind, dann werden wir uns vielleicht nochmal zeigen, so von wegen, hier. Aber so, nö. Eckball Fabregas, das kennen wir ja. Und ich denke mal echt, dass wir jetzt nicht dieses Torwart-Dings machen, sondern dass wir mal versuchen, darauf zu donnern. Ja, bringt leider nicht viel. So. Na, schade. Marcelo mit der Chance. Nein. So. Nächster Eckball. Doch, den ziehen wir jetzt in Richtung Torwart. Okay. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Ja. Vatertag. Normalerweise wäre ja dieser Teil am Vatertag hochgeladen worden. Aber dadurch, dass wir die 1000 Abonnenten gerade dann... das war die falsche Taste. Gerade dann erwischt haben... Und das Special mir persönlich gerade, upsala, wichtiger war als das FIFA-Ding. Wir können ja, wie gesagt, wir können ja alle möglichen Scheiß nachholen. Machen wir lieber das eher. So, Cristiano Ronaldo in der 36. Die Führung. Wir dürfen das bloß nicht wieder aus der Hand geben. So wie im letzten Spiel. Dann haben wir das auch hier abgehakt. Fabregas angeschlagen. Ist bitter, aber okay. Heißt noch lange nicht, dass wir hier verhungern müssen. Foul, Freistoß, also. Die gehen hier schon in die Beine. Ja, Nigel de Jong ist nicht der de Jong, das ist Luke de Jong. Das ist der, der aus Gladbach kam, der in den Niederlanden richtig auftrumpft wieder. Also in Gladbach ja wirklich als Fehleinkauf anvisiert worden ist. Sonst haben wir hier den ein oder anderen Spieler. Upsala. Den einen oder anderen Spieler, der jetzt auch nicht wirklich von der Bekanntheit reden kann. Aber die Niederländer halt auch talentierte Spieler. Sehr viele talentierte Spieler. Bei der Weltmeisterschaft wissen wir ja noch, dass... dass Louis van Gaal... Ja, Louis van Gaal... Der hauptsächlich Spieler nominiert hat, die jetzt nicht unbedingt von Bekanntheit... glänzen. Ja, okay, Van Persie und Arjen Robben, klar, die sind jetzt nicht unbedingt die nicht unbedingt bekannt sind. Also, du kennst die auf jeden Fall. Ne? Die spielen ja in Top-Teams. Aber den Kader halt auch damit ausdüngen, so von wegen, ja, Van der Vaart lassen wir mal zu Hause. Ne? Und dafür holen wir Spieler, die in der Ehrendivision ordentlich gespielt haben. Ah, der Ball ist zu weit, habe ich gesehen. In der Ehrendivision gut gespielt haben. Selbst der Torwart. Man sieht, dass der Torwart die Nummer 5 trägt. Das heißt also, die nehmen nicht die Nummer 1 im Tor. Das ist ja auch deren gutes Recht. Wenn sie nicht möchten, dass sie die Nummer 1 nehmen, dann sollen sie hier gerne die Nummer 5 nehmen. Wir gehen ja noch später gegebenenfalls die Mannschaften durch. So, Foul zählt nicht, Vorteil gegeben, Vorteil vermiest,
Freistoß, Abstoß, alles dabei. Ja, Dnipro Petrovsk im Finale der UEFA Europa League. Das wird interessant, wer habe ich erwähnt eben, weil jetzt können fast keiner eine Prognose machen, ne? Fast niemand kann die Prognose machen. Ich freue mich, dass ich hier diese ukrainischen Teams, dieses ukrainische Team wieder kommentieren kann. Ja, das war ein Luftloch. Aber wir wechseln jetzt aus. Wir wechseln aus. Tevez ist ja vollkommen neben der Spur. Fabregas raus. Dafür Franck Ribéry rein. Und vorne im Sturm Tevez raus. Der ist ja ein Schatten seiner selbst heute. Diego Costa rein. So. Na. Ja, Champions League Finale, also ich bin ja dafür, bin ja eigentlich dafür, dass im Champions League, dass wir das Champions League Finale auch hier machen. Selbstverständlich. Klar, die beiden Finals sind fast schon immer, also alle drei Finals sind ja mindestens eins ist ja in der Sommerpause. Ja. Also der fällt und es gibt keinen Elfmeter. Es ist bitter. Es ist bitter, was der Schiedsrichter hier sich wieder zusammenpfeift. Aber man kann nichts dafür, man kann nichts dagegen tun. Wechsel auf beiden Seiten. Ja, und der Ball geht klar ins Aus. Naja. Ist ja auch jetzt nicht so schlimm. 73. Minute, Führung 1-0. Wir müssen ja erstmal wieder hier in den Trip kommen. Andersrum, das nächste Team ist ja jetzt ein schwieriges Team. Das wird vielleicht sogar die erste Niederlage für uns gegen das deutsche Team. Das deutsche Team. Ja, den Teil, ich glaube, das ist jetzt der Teil, wo wir... Upsala. Das ist, glaube ich, der Teil, den ich dann heute Nachmittag nochmal mache. Das heißt also, wenn ihr jetzt wirklich noch irgendwas ganz Dringendes auf dem Herzen habt, das ich unbedingt noch machen soll, gegenüber heute Nachmittag, ne, das heißt beispielsweise wirklich bei Ultimate Team diese Spieler kaufen, damit wir das Turnier irgendwie machen könnten, gegebenenfalls. Aber andersrum ist das Turnier natürlich dann wieder so ein, ne, das Turnier wahrscheinlich nach ganz hinten packen. Aber ich glaube, naja... Oder irgendwas anderes, was wichtig ist, was dringend in den nächsten Teil gehört. Dann her damit. Ja, super. Direkt auf den Mann. Ja, und deswegen lasse ich die normale Flanke immer sein. Deswegen mache ich sie nicht, weil die einfach zu lange dauert. So, jetzt aber. Diego Costa. Ja, der Diego Costa. Ein Talent fürs Faulen vorne. Victor Fischer rein. Auch einer der Spieler, die ich finde, die wirklich sinnvoll sind zu kaufen. Victor Fischer, dänischer Nationalspieler. Ein interessanter Mann. Spielt halt bloß an einer schlechten Position. Man kann ihn aber, glaube ich, im Mittelfeld auch einsetzen. Aber der spielt auch eigentlich als Stürmer, so eine klassische Ronaldo-Position. Oh Mann, ey. Scheitern hier ein nach dem anderen Mal am Torwart. Ergebnisorientiertes 1-0. Kann man einen Abschluss titeln, oder? Könnt ihr auch einen Abschluss als Kommentar titeln. Das war ein ergebnisorientiertes 1-0. Gut, Cristiano Ronaldo hat getroffen. Spieler des Tages ist wahrscheinlich Cristiano Ronaldo. Highlights brauchen wir uns nicht angucken, weil... Pff, ganz ehrlich. Spieler des Tages ist Cristiano Ronaldo. Boateng auch gut dabei, aber ganz ehrlich, die haben erst einen einzigen Schuss auf unser Tor geliefert und das war jetzt wirklich gar nichts. Deswegen meine ich ja, gegen das Bundesliga-Team wird es schwierig. Das wird eine richtig knackige Sache. Ja. Gut, ihr wisst Bescheid. Ne? Falls ihr noch irgendwas auf dem Herzen haben solltet, was ich jetzt hier ganz dringend machen sollte noch.
Ach, wir spielen als nächstes gegen das polnische Team. Okay, das ist ja jetzt was anderes wieder. Wir spielen als nächstes gegen das polnische Team. In der Torjägerliste ist Tevez vor Cavani und Ibrahimovic. Da merkst du natürlich, dass das französische Team jetzt so langsam loslegt. Die sind jetzt auf Platz 7. Die haben sich anscheinend jetzt doch gefunden. Das freut mich. Weil ich glaube, am Anfang der Saison haben sie es relativ schwer getan. Momentan letzter ist das norwegische Team. Gegen die wir das erstes gespielt haben. Und ich bin erschüttert. Aber ich bin hochgradig erschüttert. Schaut euch mal an, wer auf Platz 16 steht. Das Schweizer Team. Das Schweizer Team steht auf Platz 16. Ich bin erschüttert. Gegen die haben wir unentschieden gespielt. Also, die haben irgendwie anscheinend so eine kleine gute Phase gehabt und dann läuft es gar nicht mehr. Das ist bitter. Wir gehen jetzt nochmal gerne die Sachen hier oben durch, weil, warum auch nicht. Vor einer Minute haben wir das letzte Spiel gespielt, ja. In das niederländische Team, dann haben wir hier FC Bosshaft wieder mal freigedingst. Also, das ist gegenüber dem letzten Ding frei. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Let's play Boss, Big Boss. Schreibt das mal in die Kommentare. Da unten, ne? Was du da jetzt verändert hast gegenüber dem letzten Mal. Booster geholt, hier wahrscheinlich ihn hier da hinzugefügt, ne? Xabi Alonso. Wahrscheinlich hat er ihn dazugefügt. Sonst glaube ich das eher weniger. Aber, achso, mit dem FC Bayern-Mannchen. Schießboost, neu dazu gekriegt, gegen Aue gewonnen. Das ist das Karrierematch. Spielt er jetzt mit Erzgebirge Aue? Kann gut sein. Hat Turnier gewonnen. Manager-Pokal, okay. Dann haben wir hier nächstes Team freigeschaltet. Oha, oha, das ist ein starkes Team, absolut. Da braucht man jetzt nicht groß diskutieren. Den haben wir ja auch in unserem... krass, das ist krasses Team, auf jeden Fall. Das ist richtig heftig vorne, auch alleine, wenn man da vorne sich anschaut. Das ist auf jeden Fall, das ist ein heftiges Team. So. Sonst, warum um Himmels Willen hat man den hier reingetan? Jemand. Möchte mal gucken, warum. Aha. Weil er nicht schlecht ist. Ja, obwohl, ist er Verteidiger, ne? Ist Verteidiger, aber, boah. Kann man mal so nehmen. Kann man mal so nehmen. 9-0 gewonnen. Hier, Team DDD. Warum auch immer DDD. Aber ist okay. Ist völlig in Ordnung. Hier nochmal DDD. Jemand. Ich mag dieses Jemand immer noch nicht. Schmeißt es doch mal raus. Schmeißt es doch mal raus. Schmeißt es doch mal raus. Gut. Sonst hier nichts. Sehr schön. Dann sehen wir uns nämlich heute Abend wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Ja, weil ich heute die zwei Teile mache, damit wir wirklich jetzt nicht mehr im Verzug sind. Wir sind ja eigentlich immer noch ein Teil zurück, eigentlich, und deswegen kommt heute Abend noch was. Und damit ihr auch wirklich seht, dass ich sage, so unbedingt heute Abend, und es ist morgens, da ist die Uhrzeit. Es ist 6.16 Uhr und ihr könnt gerne eure Kommentare noch abgeben. Ich muss dieses der Video jetzt noch kurz abspeichern. Ich hoffe, dass es pünktlich um 9 online ist. Wenn nicht, dann dürft nicht deabonnieren. Nein, nein, nicht deabonnieren für dieses... Nicht pünktlich sein, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, nämlich heute Nachmittag. Und schreibt jetzt in die Kommentare noch, bevor ich das nächste aufnehme. Das nächste werde ich wahrscheinlich so gegen 17, 18 Uhr aufnehmen. Das heißt, vor 17, 18 Uhr bitte in die Kommentare schreiben, was ihr noch wissen wollt. Eine Frage beispielsweise oder was weiß ich. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, heute Nachmittag. Ciao, ciao.